Christian Tschech, was erwarten wir beim Münchner Sommernachtstraum 2017? 2017 wird anders als 2016, findet statt. Hoffen wir. Hoffen wir. Wir haben das Konzept natürlich wieder ein bisschen verändert. Wir haben zwar 2016 nicht gespielt, aber trotzdem haben wir versucht, wieder was Neues reinzubringen. Es ist einfach ein anderes Konzept. Es sind einige Musiken drinnen, die wir schon gehabt haben, und wieder einige neue. Und wir müssen immer versuchen, dass wir uns ein bisschen abheben von dem üblichen Hundstrümmel-Weitwurf-Wettbewerbsfeuerwerken, die so bei Hochzeiten und Kirmes stattfinden. Das ist einfach wichtig. Und wir haben ein anspruchsvolles Publikum. Wir haben ein Publikum, das schon seit 12 Jahren immer große, schöne Feuerwerke gesehen hat. Und das ist für mich auch irgendwie eine Pflicht, wo ich weiß, da muss ich einfach auch wieder was drauflegen, ein Schäufelchen. Und ich will nicht, dass sich die Leute langweilen und sagen, Feuerwerk, schon wieder Feuerwerk. Wie verändert sich das Feuerwerk? Wie kriege ich die Steigerung immer wieder neu gebacken? Das heißt, dass es nicht langweilig wird. Wo nehme ich die Emotion her, die Bilder im Kopf, dass das nachher auch so ausschaut, wie ich es haben will? Also die Bilder werden festgelegt, einerseits durch die Musik, andererseits durch das Ambiente natürlich, weil es ein Unterschied ist, ob ich halt am Wasser was mache, wo es schön spielt, oder ob ich von einem exponierten Gebäude, von einem Turm oder von einer Brücke was mache. Durch diese Location sind Bilder, gewisse Bilder vorgegeben. Andere versucht man schon neu zu machen und wieder zu überraschen. Man muss immer am Puls der Zeit sein. Ich habe das große Glück, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen habe dürfen und dass ich reise gerne, bin weltweit unterwegs. Wir machen 80% im Ausland unseres Umsatzes, nicht in Österreich. Und ich habe das große Glück, auch immer wieder nach Asien zu kommen und irgendwo anders hin, jetzt war ich gerade in Japan, wo man natürlich auch Einflüsse hat, die einen schon dann auch wieder inspirieren und wo man wieder neu denkt und sagt, na, das ist auch wieder, kommt man eigentlich immer anders machen und anders probieren. Es wird neue Strukturen geben, weil wir Strukturen brauchen, an denen wir die Feuerwerkskörper auch festmachen können. Wir haben nicht nur Lufthaken und nur gerade raufschießen ist langweilig. Das heißt, es ist eine Frage der Symmetrie und das muss ich vorher gut planen. Und dann muss ich es auch so umsetzen, dass die Farben relativ klar sind, nicht alles bunt durcheinander, das wird schnell langweilig. Und dass ich tolle Symmetrien am Himmel schaffe und da muss ich mir natürlich was einfallen lassen. Wenn man 53 Meter Kran zum Beispiel heuer, einen sehr hohen, da kann ich andere Moves machen, als ich das vorher gemacht habe, mit diesen niederen Steigern zum Beispiel. Also das ist schon mal eine Erneuerung gegenüber zum Beispiel, den letzten Male hier im Olympiapark, wobei die anderen natürlich auch immer sehr schön waren. Was verändert sich dieses Jahr wesentlich? Was verändert sich wesentlich? Es ist der Musikschnitt deutlich peppiger. Es ist deutlich auch für junges Publikum was da. Es war vielleicht in den Anfangszeiten so, dass doch relativ viel klassische Musik war und Orchestermusik. Zum Teil war es sehr schwer. Ich möchte, dass die Leute heuer, gerade nach den Geschehnissen im letzten Jahr, sich friedvoll vereinigen unter dem Feuerwerk. Also, dass man sagt, wir haben einfach ein klassisches Erlebnis, es ist emotional, es ist schön, ich kann mich entspannen. Es ist friedlich und einfach positiv, entspannt. Und nicht immer nur zu dem, dass man mehr Gas gibt, mehr Tonnen und mehr Zündungen und immer noch schneller und immer noch mehr Material, sondern es geht eigentlich mehr darum, dass man eine friedliche, freudige Atmosphäre schafft. Das ist mir wichtig, wo sich die Leute einfach wohlfühlen und dann ausgehen und sagen, das war schön, das war super. Das heißt, das Schwarzpulver verhält sich fast ja wieder wie letztes oder beziehungsweise vorletztes Jahr von der Menge her. Ein bisschen was über 5 Tonnen, ist das richtig? Ich weiß gar nicht ganz genau die Zahlen, muss ich gestehen. Das wissen unsere Leute, die es dann im Lager alles herrichten müssen, die Armen, was mir so einfällt. Muss ich das dann irgendwie in eine Form kriegen, dass die verstehen, was ich mir einbilde. Und ich muss ab und zu meine Leute fragen, die Technik, ob das überhaupt geht. Physikalisch manchmal. Manchmal sagen sie dann, du hast einen Vogel. Das geht nicht. Das kommt auch vor. Und dann natürlich muss man sich absprechen mit Behörden und mit Feuerwehr und so weiter. Die jeweilige, die uns sagen, da geht es sicherheitstechnisch nur bis daher nicht weiter, dass wir uns da klar sind. Also man macht immer diesen Spagat zwischen Behörden, die das Minimale wollen am liebsten, und dem Kunde sagt das Maximale. Und irgendwo da dazwischen muss man sich bewegen. Und mit sehr viel Gespür und sehr viel Kenntnis seiner Produkte. Das ist eine jahrelange Erfahrung. Das kann man halt nicht in einem Wochenendkurs lernen. Sondern man muss wirklich sich ganz viel anschauen auf der Welt. Sich auch viele Feuerwerke von anderen anschauen und schauen. Viele Videoaufzeichnungen immer wieder studieren und sagen, geht sich das aus, wie schaut das aus? So beschäftigt man sich ständig eigentlich damit. Jetzt dieses Jahr gibt es da auch wieder das große Floß oder den Bogen. Es gibt heuer deutlich mehr Strukturen im See, also wir haben 44 Positionen nur im See. Es gibt keinen Bogen, keinen Turm heuer, weil wir natürlich erstens mal nicht immer dasselbe machen wollen und auch gesagt haben, wir probieren jetzt einfach mal ein paar neue Sachen aus.
Und dadurch, dass wir ein sehr enges Pixelsystem haben mit gewissen Effekten, braucht man sehr viele Positionen, alle 300 Meter zum Teil. Das ist zum Beispiel eine Neuerung technisch, das muss man jetzt alles ganz genau ausmessen, das muss alles ganz genau in See gesetzt werden und das ist ein ziemlicher Aufwand. Wissen Sie schon ungefähr circa, wie viele Einzelabschüsse Sie haben? Es sind ein bisschen über 13.000 insgesamt, 13.000 Zündungen in diesen 34 Minuten. 34 Minuten Feuerwerk, volles Spektakel. Jetzt mal kurz zurückzukommen, 2016 hat man ja das Feuerwerk aus Pietätsgründen abgesagt. Wie war das für Sie? Für uns war jetzt die Absage, das war das größte Feuerwerk in 27 Jahren, das wir wieder rückgebaut haben, muss ich jetzt einmal sagen. Also wir mussten dann tatsächlich noch Verpackung herschaffen aus Salzburg und auch noch mehr Leute, weil das deutlich aufwendiger ist und auch deutlich gefährlich ist. Das Entladen ist gar nicht so ohne, muss man aufpassen. Bei Zeitdruck, weil die Behörde gesagt hat, der Olympiaberg muss so schnell wie möglich wieder frei werden. Das ist ja alles gesperrt, natürlich aus Sicherheitsgründen. Und das ist so eine riesige Sperre, schwer so lange aufrechtzuerhalten in so einer großen Stadt wie München, an so einem exponierten Punkt nur dazu, wo sehr viele Touristen kommen. Und es war schon also nicht ganz ohne. Es waren auch einige Sachen kaputt durch den Regen. Es war am Donnerstag ein sehr starker Regenguss. Es ist zwar alles verbockt, aber wenn man dann die Verpackung beim Weggeben aufreißen muss, rinnt oft Wasser rein. Also es hat auch einiges an Schaden gegeben. Aber grundsätzlich natürlich waren wir froh, dass eigentlich uns nichts passiert ist. Das war eigentlich das Wichtigste und ich verstehe die Absage voll und ganz. Es war für uns ganz ein schlimmes Erlebnis. Wir waren ganz knapp dran und wir mussten uns auch eine Zeit lang verstecken dort, weil die Polizei kam und uns nicht mitteilen konnte, was überhaupt los ist zu dem Zeitpunkt, als geschossen wurde. Und wir haben uns dort mit 15 Leuten versteckt und haben dann einen Fernseher gefunden und eigentlich erst dann kapiert, um was es überhaupt geht, was da überhaupt los ist. Es war schon eine ziemliche Belastung fürs Team auch. Wünscht sich natürlich keiner. Umso mehr freuen wir uns auf den Münchner Sommernachtstraum 2017. Wie lange dauern denn da so im Allgemeinen die Aufbauarbeiten, bis man sagt, jetzt hab's ich fertig, jetzt steht's? Bei uns ist es so, wir arbeiten im Eventbereich, das heißt, das ist ganz eigen. Das ist so, wir machen 120 Veranstaltungen im Jahr circa. Die sind aber nicht alle schön, alle drei Tage nacheinander, sodass man das schön vorbereiten könnte, sondern es kommt beispielsweise, so wie es jetzt gerade war, ein Russe und sagt, ich bin Hochzeitslader, meine Kunden heiraten in Kap der Antibes, Hotel Eden du Roc, das ist da, wo die Filmfestspiele in Cannes sind, und wir wollen dort jetzt ein Feuerwerk, und zwar übermorgen. Und da muss die Planung sehr schnell anlaufen, das heißt, ich brauche relativ schnell im Eventbereich sehr viele Leute. Wir haben auch am Tag des Sommernachtstraums oder am Abend des Sommernachtstraums andere Feuerwerke in Österreich, auch am Tag vorher, eventuell auch am Tag nachher und auch im Ausland. Und da ist eine riesige Planungsphase, die dahinter steckt, nicht nur zum Sommernachtstraum, sondern parallel auch zu allen anderen Veranstaltungen. Also ich steige jetzt in Zug ein und arbeite an einer Show an Cannes. Am 7. August haben wir eine sehr große Show von 13 Pontons an der Cosette. Und da ist die Show noch nicht ganz fertig und ich bin immer unter Zeitdruck. Ich arbeite oft bis 2, 3 in der Früh, weil da habe ich ja Ruhe dann. Da habe ich nicht die ganze Bürokratie und den ganzen Aufwand in der Firma und kann mich dann einmal in Ruhe hinsetzen und dann das Showdesign machen. Oft bis zum Umfallen, das ist so. Das ist unsere Branche. Es gibt dann wieder Phasen, wo sehr wenig los ist. Ich hätte gerne die Botschaft Friede, Freude, Eierkuchen. Also, dass die Leute einfach mal entspannt sind, dass sie hingehen, ohne Angst haben zu müssen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind massiv, auch schon davor. Die Planung ist massiv. Es ist nicht einfach so, dass man ist halt vielleicht ein bisschen verwöhnt durch Fernsehen und so weiter und durch sehr viele Events und im Internet sieht man schon alles und man sagt immer, ja, das tue ich mir nicht an, so viel Leid und so weiter. Aber es ist doch toll, dass es eigentlich in der heutigen Zeit sowas überhaupt noch gibt, dass so ein großes Team sich so viel antut, um eigentlich auch vielen Leuten eine Freude zu machen. Und ich finde, das ist eine positive Message. Man sollte einfach dorthin gehen und sich mal entspannen und einfach einen schönen Abend verleben.